Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Stiftung Topographie des Terrors begrüße ich Sie herzlich zu dieser Abendveranstaltung und wünsche Ihnen noch ein gutes neues Jahr. Es ist heute die erste Veranstaltung im Begleitprogramm zur Ausstellung Der kalte Blick, letzte Bilder jüdischer Familien aus dem Ghetto von Tarnow. Die Ausstellung wurde im Oktober letzten Jahres hier im Haus eröffnet, doch leider ist sie bis auf Weiteres wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Dennoch eröffnen wir heute Abend das Begleitprogramm, wenn auch nur im Livestream, und haben zu dieser Veranstaltung gemeinsam eingeladen mit dem Naturhistorischen Museum Wien und der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Beide Häuser haben in Kooperation mit der Stiftung Topographie des Terrors die Ausstellung erarbeitet. Die Veranstaltung heute sehen wir zugleich als Beitrag für den morgigen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Morgen, am 27. Januar, begehen wir den 76. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Das Thema des heutigen Abends ist die deutsche Herrschaftswissenschaft im besetzten Polen. Wir werden einen Einblick erhalten, wie junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler während des Zweiten Weltkriegs an den Verbrechen im deutsch besetzten Polen mitarbeiteten. Als Referenten begrüße ich herzlich Privatdozentin Dr. Susanne Heim und Dr. Götz Ali. Ich möchte Ihnen die beiden kurz vorstellen. Götz Ali ist Mitkurator der Ausstellung Der kalte Blick und ist auch im Katalog zur Ausstellung mit einem Beitrag vertreten, der den Titel trägt Bilder der Ermordeten, Stimmen der Überlebenden. Götz Ali hat zahlreiche Publikationen vorgelegt, darunter das Buch Europa gegen die Juden 1880 bis 1945, das er 2017 ebenfalls hier im Dokumentationszentrum vorgestellt hat. Für dieses Buch erhielt er 2018 den Geschwister-Scholl-Preis. Susanne Heim ist Mitherausgeberin der Quellenedition Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945. Zuletzt veröffentlichte sie den sechsten Band dieser Reihe zum Deutschen Reich und Protektorat Böhmen und Mähren. Zuvor war Susanne Heim als wissenschaftliche Mitarbeiterin und später Leiterin im Forschungsprogramm der Max-Planck-Gesellschaft, Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus, tätig. In diesem Rahmen hat sie sich besonders mit der Ost- und Lebensraumforschung in Kaiser-Wilhelm-Instituten befasst. Eine Veröffentlichung möchte ich noch nennen, die in unserem Zusammenhang heute von besonderer Bedeutung ist. Es ist das gemeinsam von Götz Ali und Susanne Heim verfasste Buch Vordenker der Vernichtung, Auschwitz und die deutschen Pläne für eine neue europäische Ordnung. Vor 30 Jahren, das erste Mal publiziert, gilt es laut Verlag als, Zitat, Standardwerk über die junge Planungselite des Holocaust. An dieser Stelle ein Hinweis auf die nächste Veranstaltung der Stiftung Topographie des Terrors. In zwei Wochen, am 9. Februar, wird ein Sammelband zum Thema Fotografien aus den Lagern des NS-Regimes präsentiert, ebenfalls im Rahmen einer Livestream-Veranstaltung. Und in vier Wochen setzen wir dann das Ausstellungsbegleitprogramm fort. Dazu sind Sie wieder herzlich eingeladen. Und damit übergebe ich das Wort an unsere heutigen Referenten. Ja, schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist nicht ganz einfach, in dieser Weise mit Ihnen zu sprechen, aber wir versuchen es.
Unser Thema heute, deutsche Herrschaftswissenschaft im besetzten Polen. Wir zeigen Ihnen Dokumente, lesen sie vor, führen sie ein und erklären sie. Ich kann Ihnen schon jetzt sagen, es ist keine einfache Kost. Und am Schluss, es ist schon gesagt worden, im Anbetracht des Gedenkens an die Befreiung des Lagers Auschwitz durch die Rote Armee am morgigen Tag sind wir dann auch in Auschwitz und berichten über Menschenexperimente dort. Im nationalsozialistischen Deutschland legitimierten Wissenschaftler aller Fachrichtungen immer wieder politische Maßnahmen. Es ist ganz falsch zu glauben, dass die NS-Herrschaft nur aus Stiefeln und Uniformen bestanden hätte. Diese Wissenschaftler lieferten Daten, Argumente und zeigten Entscheidungsalternativen auf. Hass, Bosheit und Propaganda konnten so den Anschein des Vernünftigen bekommen. In unserem Buch Vordenker der Vernichtung, es ist gerade schon genannt worden, das vor 30 Jahren erschienen ist, man kann es immer noch kaufen, in unserem haben wir vor allem junge Deutsche beschrieben, die der Intelligenz angehörten, Bevölkerungswissenschaftler und so weiter, und im besetzten Polen beratend und initiierend und auch vorantreibend mitwirkten. Professoren, Historiker, Sozialwissenschaftler, Mediziner, Agronomen, Betriebs- und Volkswirte. Wir stellen Ihnen heute vor Anthropologen, Ärzte, einen Präparator, einen Bevölkerungswissenschaftler und Ökonomen und dann wieder Ärzte, die im Lager Auschwitz Experimente gemacht haben. Diese jungen Wissenschaftler nutzten die Möglichkeiten des deutschen Gewaltapparats und rationalisierten die NS-Politik von innen heraus. Während unserer Archivrecherchen 1986 Susanne Heim und ich damals in Polen fanden wir den ersten Hinweis auf die nun gezeigte Ausstellung Der kalte Blick hier in der Topographie des Terrors, nämlich den Briefwechsel zwischen zwei jungen Anthropologinnen, Dr. Fliedmann und Dr. Kalich. Heute würde man sagen, es waren Postdoktorandinnen, die 1942 jüdische Familien im Ghetto von Tarnow untersucht haben, angetrieben von wissenschaftlichem Ehrgeiz und von der SS unterstützt, wollten sie, so wörtlich, beweisen, dass Frauen auch etwas können. Die anthropologische Untersuchung von 106 jüdischen Familien in Tarnow mit insgesamt 565 Personen wurde im Sommer 1941 als Kooperationsprojekt zwischen dem Anthropologischen Institut der Universität Wien und dem Institut für Deutsche Ostarbeit, das war eine Art Brain Trust für die Besatzungsregierung, in Krakau geplant. Die Koordination übernahm der ebenfalls in Wien ausgebildete Anthropologe Dr. Anton Plügel in Krakau. Im Sommer 1941 telegrafierte Dora Maria Kalich aus Wien an diesen Herrn Plügel, ihren Kollegen. Vorläufig entwickelt sich unsere besprochene Fahrt zu den Juden noch programmgemäß. Hätte 2,5 Monate Zeit. Die Arbeiten sollen als Grundlage für die Um- und Neubesiedlung, als Grundlage zur Rassenkunde, Rassenbiologie und Rassenpsychologie des jüdischen Volkes und nicht zuletzt als Grundlage für Mischlingsprobleme dienen. Die Fotografie und die schriftlichen Arbeiten würden dann, wie besprochen, der SS übergeben. Einige Wochen später mahnte Plügel zur Eile. Wir wissen nicht, welche Maßnahmen über die Aussiedlung der jüdischen Bevölkerung für die nächsten Monate geplant sind. Unter Umständen könnte uns durch zu langes Warten wertvolles Material entgehen. Schließlich fand die anthropologische Aufnahme im März 1942 im Ghetto von Tarnów statt. Tarnów liegt 80 Kilometer östlich von Krakau, ist eine sehr österreichisch geprägte Stadt. Dort lebten damals in diesem Ghetto 33.000 Juden. Die Arbeiten dauerten 14 Tage. Die repräsentativ ausgewählten Familien wurden zwangsweise vorgeführt. Anschließend werteten Fliedmann und Kalich die Ergebnisse in Wien und Krakau arbeitsteilig aus und schrieben sich Briefe wie die folgenden.
Fliedmann an Karlich, 13. Mai 1942. Übrigens könnten wir ruhig noch einmal ein paar Tage nach Tarnow fahren und das Material vervollständigen. Die Fleischtöpfe von Tarnow müssten Sie doch auch locken. Am 19. des Monats muss Dr. Plügel zur Wehrmacht einrücken und noch einige Herren vom Institut hier. Ich kann nur sagen, das tut Ihnen ganz gut. Karlich an Fliedmann am 4. Juni 1942. Bei uns ist auch ein Affenzirkus. Schön langsam kann ich Ihnen nachfühlen, dass Sie sich über manches und manchen sehr ärgern müssen. Man kann nur sagen, oh, diese Männer, scheußlich. Unser Chef, Dr. Karl Tupper, ist launenhaft wie eine alte Jungfer. Während der Vorbereitung zu einem Vortrag in der Wiener Anthropologischen Gesellschaft über ihre Findings in Tarnow, schrieb Karlich am 9. Juni 1942 an Fliedmann. Leider hat der Musterfotograf Rudolf Dodenhoff alle Farbfilme unterbelichtet. Vom künstlerischen Standpunkt aus sind sie wunderbar. Ich werde aber doch versuchen, einige bei meinem morgigen Vortrag zu zeigen, denn es putzt doch etwas auf. Noch dazu hat der gute Dodenhoff uns tatsächlich einen Beweis für seine Eignung zum Festhalten der Gesichtsausdrücke geliefert. Karlich klagte weiter über ihren Chef und über die neue Schreibkraft, ein ausgesprochenes Luder. Sie meinte, ich komme mir wie ein ausgewachsener Affe vor und beneidete ihre Kollegin Fliedmann in Krakau. Ihr schrieb sie am 9. Juli 1942, sehen Sie, das ist bei Ihnen das Schöne, dass Sie sich so entfalten können. Bei uns sind einem die Hände gebunden. Zu dem Fotografen Dodenhoff sollte man vielleicht noch sagen, dass er aus der Künstlerkolonie Worpswede stammt und dort später nach dem Krieg zu einem bedeutenden Fotografen norddeutscher Moorlandschaften in dieser Künstlerkolonie aufgestiegen ist. Jedenfalls ist durch die Ausstellung jetzt dort ziemliches Durcheinander entstanden und die Frage nach der Vergangenheit wach geworden. Während die Anthropologinnen Fotos, Fingerabdrücke, Iriszeichnungen, Körper- und Kopfmaße auswerteten, um die typischen erblichen Merkmale von Ostjuden zu ergründen, wurden 19.000 Tarnower Juden von deutschen SS- und Polizeieinheiten ermordet. Das ist im Sommer, genau genommen im Juni und September 1942. Dazu und über ihre Forschung an angeblichen Volksdeutschen, also einem anderen anthropologischen Projekt, die polnisch überformt seien, teilte Fliedmann am 10. Oktober Karlich mit. Die Untersuchungen in Hanschowa an Volksdeutschen waren wieder einmal ein Hindernisrennen, wie man es sich nur wünschen kann, mit Zugverspätungen, nächtlichen Panjewagenfahrten und typischen polnischen Feldwegen, unvorhergesehenen Übernachtungen. Furchtbar. Der Widerstand bei der Bevölkerung war wieder einmal ganz stark, sodass wir nur mit Grenzschutz und Polizei arbeiten konnten. Die Leute selbst, die Volksdeutschen, waren ganz interessant. Man merkt ihnen doch stark den östlichen Einschlag an. Sie lassen sich von den Polen ganz gut unterscheiden. Man findet da so richtig groben ostischen und ostbaltische Typen darunter. Slowakischer Einfluss ist ziemlich stark. Deutscher wahrscheinlich in einigen Familien da. Die meisten sind ein ziemlich verunglücktes Gemisch aus osteuropiden und dinarischen Elementen, mittelgroß und schmächtig, mit globigen Händen und Füßen, großen Nasen und vorstehenden Kiefern. Ich bin auf die Verarbeitung des Materials und auf den Vergleich mit den Goralen, die lebten in den Beskiden, gespannt. Also man sieht hier, der Rassismus richtet sich immer auch nach innen, auch nach anderen Bevölkerungsgruppen. Hier ging es ja um tatsächliche oder vermeintliche Volksdeutsche. Dann geht es weiter in diesem Brief. Übrigens habe ich vor 2 Tagen einen Brief von Herrn Blau, einer jüdischen Hilfskraft, bekommen, worin er sich für das Geld bedankt. Glauben Sie, dass es noch Zweck hat, jüdische Hilfskräfte zu unterstützen? Derzeit wird hier nämlich wieder einmal sehr gründlich aufgeräumt. In Galizien kann ich auch keine Juden mehr untersuchen. Von den Tarnowern sind im Ganzen noch 8.000 da, von 33.000. Aber wie mir SD-Chef Willi Bernhard sagte, von unseren fast niemand.
Unser Material hat also heute schon Seltenheitswert. Nach einem halben Jahr. Beiliegend schicke ich Ihnen gleich das Verzeichnis der Arbeiten über Juden. Gute Unterhaltung dabei. Wie das von Fliedmann umschriebene sehr gründliche Aufräumen in den westgalizischen Ghettos vonstatten ging, berichtet die Ita Kupermann am Beispiel ihrer Heimatstadt Tarnów 2002 in einem Interview, das die israelische Gedenkstätte Yad Vashem aufzeichnete. Gleich im Juni 1942 erwischten die Deutschen meine Schwägerin und führten sie mit ihren Kindern ab. Mein Bruder Berisch lief hinterher und kam ebenfalls nicht mehr zurück. Im September 1942, nachdem das Ghetto von Tarnów geschlossen worden war, begleitete Ita ihre Schwester Estera in der Frühe auf dem Weg zur Arbeit außerhalb des Ghettos, um ein Paket aufzugeben. Ich sah viele Soldaten und als die Tore geschlossen wurden, wusste ich sofort, dass eine Vertreibung stattfinden wird. Ich lief nach Hause. Meine Eltern, mein Bruder Jakob und ich versteckten uns in einem Verschlag auf dem Dachboden, den mein Vater mit einer Holzwand abgetrennt hatte. Die SS und auch Polen haben überall gesucht. Sie kamen den Dachaufgang herauf und klopften an die Wände. Wir zitterten und dachten, das ist das Ende. Dann gingen sie wieder hinunter und wir blieben bis zum Abend. Als meine Schwester von der Arbeit zurückkam und uns nicht fand, war sie völlig schockiert. Sie nahm an, dass wir nicht mehr da sind. Wir gaben ein Lebenszeichen. Von dem Versteck konnten wir alles beobachten. Wir sahen, was sie den Leuten im Haus antaten, wie sie den Bunker fanden, in dem sich Menschen versteckt hatten, und alle erschossen. Außerdem sah ich, wie man jemanden den Kopf abgehackt hat. Im Juni 1942 waren binnen einer Woche 12.000 Juden aus Tarnów ermordet worden. Im September innerhalb von 3 Tagen dann nochmal weitere 7.000 jüdische Männer, Frauen und vor allem Kinder. Fliedmanns Mitteilung, dass von den gemeinsam untersuchten Juden fast niemand mehr da ist, erklärt sich vor allen Dingen daraus, dass Familien mit Kindern, weil diese Kinder eben zur Zwangsarbeit nicht eingesetzt werden konnten, besonders schnell in den Tod deportiert wurden. Weder Fliedmann noch Karlich setzten nach dem Krieg ihre akademischen Karrieren fort, was wahrscheinlich auch damit zu tun hatte, dass sie Frauen waren. Elfriede Fliedmann heiratete und arbeitete als Sozialpädagogin in West-Berlin. Dort starb sie 1987. Dora Maria Karlich wurde zur Kriegerwitwe und 1945 aus dem Dienst der Universität entlassen wegen ihres politischen Verhaltens in der NS-Zeit. Materiell hielt sie sich mit Vaterschaftsgutachten über Wasser und starb 1970 in Wien. Wir kommen jetzt zu einem weiteren Thema, nämlich zur Anatomie an der Reichsuniversität Posen. Das war ein annektiertes Gebiet, westpolnisches Gebiet. Und in Posen ist die Reichsuniversität gegründet worden, ähnlich wie in Straßburg, eine andere Reichsuniversität. Und dort an der Anatomie wirkte ein sitzengebliebener Privatdozent aus Leipzig, der später sehr berühmt wurde, nämlich Hermann Voss. Sein Oberassistent war Dr. Habil Robert Herrlinger. Beide wurden nach dem Krieg durch das Taschenbuch der Anatomie, den Voss-Herrlinger, berühmt, aus dem eine ganze Generation ost- und auch westdeutscher Mediziner, Physiotherapeuten und Ergotherapeuten die Grundlagen der Anatomie erlernten. In Posen bestellte Voss frische Leichen von der Gestapo, zunächst nur zu Unterrichtszwecken, zum Verkauf der Knochen und Schädel, zu anthropologischen Gipsabgüssen. Man darf annehmen, dass vieles davon sich heute noch in den Sammlungen befindet, weil man nicht weiß, woher es kam. Doch schon bald nutzte er auch die Hinrichtungsstätte der Gestapo für Forschungszwecke. Sein Assistent Herrlinger habilitierte sich auf diese Weise und wurde so zum Anatom der Milz. Dieses Organ hatte er schon in seiner Dissertation anhand weißer Ratten untersucht,
1943 jedoch anhand 8 männlicher Leichen. Über diese Ergebnisse berichtete er. Die Männer waren gesund und zwischen 18 und 48 Jahren alt. Sie standen, Herrlinger, so schrieb er, 40 bis 80 Sekunden nach dem Tode zur Blutentnahme und Laparotomie, also der Öffnung der Bauchhöhle, zur Verfügung. Herrlinger postierte sich also mit Kanülen und Skalpell neben der Guillotine der Posener Gestapo. Die Entnahme des arteriellen Blutes, so Herrlinger in seinem Aufsatz, wurde zuerst und zwar aus der noch pulsierenden Halsschlagader vorgenommen. Dies sei in der üblichen Weise mit Zählpipetten geschehen. Diese optimalen Forschungsbedingungen noch am pulsierenden, geköpften Toten hatten neben ihren Vorzügen für Herrlinger eigentümliche Nachteile. So schrieb er, manchmal war jedoch durch sofortige Speisebreientleerung aus der Speiseröhre eine einwandfreie Untersuchung des Karotidenblutes unmöglich. Noch während der Pipettierung des Karotidenblutes wurde die Bauchhöhle eröffnet, die Milz so vorsichtig als möglich herausgenommen und durch Absaugen des am Stumpf auftretenden Tropfenblutes die Zählpipetten gefüllt. Diese Blutentnahme fand durchschnittlich 120 bis 180 Sekunden postmortem statt. Auf diese Weise beantworte er, so Herrlinger, die so lange offene Frage nach der morphologischen Zusammensetzung des Milzblutes beim Menschen mit einem Schlage. Um auch den letzten Zweifler dann auf seine Seite zu ziehen, erwähnte er dann auch noch, dass alle untersuchten Personen vorher unter ähnlichen Lebens- und Ernährungsbedingungen gelebt hätten. Also offenkundig waren die schon längere Zeit inhaftiert gewesen. Herrlingers Aufsatz erschien kriegsbedingt erst 1947-48 im Zentralblatt der deutschen Anatomen mit Genehmigung der sowjetischen Militärregierung. Seine Experimente im Gestapo-Gefängnis verarbeitete er noch in zahlreichen weiteren wissenschaftlichen Arbeiten, die er bis 1957 prominent in Handbüchern und Zeitschriften publizieren konnte. Allerdings haben seine Veröffentlichungen seine Karriere mittelfristig auch nachhaltig beeinflusst. Der rassistisch verfolgte Internist Hans Wollheim und der konservative Professor für Kinderheilkunde Josef Ströder verhinderten nämlich in den 1950er Jahren mit aller Kraft, dass Herrlinger in Würzburg Professor für Anatomie wurde. Das ist im Grunde genommen eine seltene Ausnahme. Allerdings wurde er dann auch entschädigt mit einer Professur für Medizingeschichte an der Universität Kiel. Dagegen machte Herrlingers Chef Hermann Voss in der DDR eine großartige Karriere und als Anatomieprofessor in Jena und wurde 1959 als hervorragender Wissenschaftler des Volkes geehrt. Robert Herrlinger starb 1968, Hermann Voss 1987. Der nächste Fall ereignete sich ebenfalls am Anatomischen Institut der Universität Posen und handelt von praxisbezogener, gut honorierter anatomisch-anthropologischer Wissenschaft, nun auch wieder in Verbindung mit Wien. Der als baltendeutscher Umsiedler 1940 nach Posen gelangte Gustav von Hirschheid hatte es als anatomischer Präparator zu großer Meisterschaft gebracht und wurde in seiner neuen, von Deutschland annektierten Heimat zur Stütze von Professor Hermann Voss. Im Februar 1942 wandte sich der Kustos der anthropologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien, Dr. Josef Wastel, mit dieser Anfrage an das Anatomische Institut in Posen. Wie mir Professor Schäfzig mitteilte, besteht die Möglichkeit, dass unser Museum Schädel männlichen und weiblichen Geschlechts von Polen etc. von Ihnen erwerben könnte. Da wir an verschiedenen Polentypen Mangel leiden, würde es für unsere Arbeit besonders wertvoll sein, solche Schädel zu besitzen. Je mehr, desto besser. Von Hirschheid antwortete postwendend:
Polenschädel, männlich und weiblich, zum Preise von je 25 Reichsmark, die wir durch die Staatsanwaltschaft erhalten, können wir sofort liefern. Polenschädel von Kindern und Jugendlichen kann ich vorläufig nicht liefern. Vorläufig. Zudem bot Hirschheid an, Judenschädel, männlich, 20- bis 50-Jähriger, kann ich Ihnen auch zum Preise von 25 Reichsmark offerieren, auch Totenmasken der entsprechenden Individuen aus Gips liefern, zum Preis von 15 Reichsmark. Von besonders typischen Ostjuden könnte ich Ihnen Gipsbüsten anfertigen, damit man die Kopfform und die oft recht eigenartigen Ohren sehen kann. Der Preis dieser Büsten würde sich auf 30 bis 35 Reichsmark stellen. Wastel willigte ein und bestellte Schädel und Gipsbüsten zum Gesamtpreis von 1318 Reichsmark 50, die Hirschheid privat vereinnahmte, etwa das Sechsfache seines Monatsgehaltes. In seiner Freizeit arbeitete Hirschheid mit großem Engagement weiter an Wastels Aufträgen, doch dann ereilte ihn ein Arbeitsunfall. Dazu notierte Hermann Voss. Als ich am 29. Mai morgens ins Institut kam, wurde ich mit der Nachricht empfangen, dass Herr von Hirschheid krank geworden sei. Da wusste ich Bescheid. Ich habe üble Stunden durchgemacht. Es hört hier gar nicht auf mit diesen Zwischenfällen. Wenige Tage später vermerkte Voss in der offiziellen Chronik des Anatomischen Instituts, am 4. Juni ist Oberpräparator von Hirschheid an Fleckfieber gestorben. Er hatte vor einiger Zeit vom Wiener Anthropologischen Museum den Auftrag bekommen, Gipsabgüsse von Judenleichenköpfen anzufertigen. Diese Judenleichen werden hier aus den Judenlagern eingeliefert, um hier im Gebäude verbrannt zu werden. Im Anatomischen Institut befand sich damals das einzige Krematorium in Posen. An einer solchen Leiche hat sich Herr von Hirschheid Läuse geholt. Wenn man das genau liest, dann stimmt es ja nicht. Hirschheid hatte angeboten, Köpfe von Juden zu schicken. Nach Hirschheids Tod wickelte Voss den Auftrag ab und vereinnahmte weitere 315 Reichsmark zugunsten der Witwe Pauline von Hirschheid. Diese informierte Dr. Wastel am 2. Juli 1942 brieflich vom Tode ihres Mannes. Er war Forscher und Wissenschaftler durch und durch. Sein Leben hieß Arbeit. Er war Ahnenforscher, bearbeitete die Judenfragen und war Antisemit ganz und gar und hat schon in Lettland viele Menschen darin aufgeklärt und machte ganze Arbeit. Als mein Mann am 27. Mai an Fleckfieber erkrankte, 12 Tage nach dem Biss einer Flecktyphus-Judenlaus und mit hohem Fieber in der Universität ohnmächtig zusammenbrach, bat er die Assistenten, sie sofort in Kenntnis zu setzen, warum sich die Sendung seiner Ausstellungsarbeiten verspätet hat. Leider war es meinem Mann nicht mehr vergönnt, noch den letzten Schliff, wie er sagte, mit einigen Finessen in seine Arbeiten hineinzubringen und den passenden Ton dazu. Wie hatte mein Mann gehofft und sich gefreut, im Juni dieses Jahres nach Wien zu kommen und die Ausstellung und das Museum sich anzusehen und seine Arbeiten zu besichtigen, bei denen er seine Nächte geopfert hat. Er hoffte auch im Stillen, dass unser Führer mal diese Räume und sich seine Arbeiten mal ansehen würde, wenn er das Museum besichtigt. Wenn es einmal dazu kommen sollte, Herr Doktor, dann bitte vergessen Sie nicht, den Namen meines Mannes dabei zu nennen und dem Führer zu sagen, dass mein Mann bei dieser Arbeit sein Leben gelassen hat. Die von Hirschheid gelieferten Abgüsse gehören bis heute zum Fundus des Naturhistorischen Museums in Wien. Auf Initiative der Kustodin in der anthropologischen Abteilung, Frau Margit Berner, wurden die Schädel der Juden 1992 auf dem Wiener jüdischen Friedhof bestattet. Die Schädel der 1942 hingerichteten Polen wurden 1999 in eigens angefertigten Kopfsärgen in der polnischen Kirche, eine der beiden polnischen Kirchen in Wien am Kahlen Berg,
ausgesegnet und dann zur Bestattung in die Republik Polen überführt. Die Totenmasken und Moulagen gibt es in Wien noch immer. Noch ein Wort dazu. Margit Berner ist Mitkuratorin dieser Ausstellung Der kalte Blick, und die Fotos der in Tarnow untersuchten und fast vollständig ermordeten Menschen sind auch in der Sammlung des Naturhistorischen Museums gefunden worden. Und so schließt sich hier ein Kreis zwischen unseren frühen Forschungen, also denen von Susanne Heim und mir, und den Arbeiten von Margit Berner in Wien. Nach den beiden Anthropologinnen und dem Oberpräparator und den beiden Anatomen stellen wir Ihnen nun einen aufstrebenden Wirtschaftswissenschaftler vor, nämlich Helmut Meinhold. Wie Elfriede Fliedmann arbeitete auch er am Institut für Deutsche Ostarbeit in Krakau. Er leitete dort die Sektion Wirtschaft, die Expertisen und Entscheidungshilfen für die Regierung des Generalgouvernements erstellte. Vorher war Meinhold Mitarbeiter am renommierten Institut für Weltwirtschaft in Kiel gewesen. Er hatte sich dort mit Fragen der Regionalplanung Schleswig-Holsteins beschäftigt, aber auch mit den Auswirkungen einer deutschen Blockade Norwegens auf die britische Wirtschaft. Seine Studien zu den ökonomischen Aspekten der deutschen Expansionspolitik bewahrten ihn davor, bei Kriegsbeginn eingezogen zu werden. 1941 wechselte er dann nach Krakau. Dort reizten ihn nicht nur die Beförderung zum Abteilungsleiter quasi und die Ostzulage, die sein Gehalt fast verdoppelte, sondern ähnlich wie Fliedmann auch die neuen fachlichen Horizonte. In einem Aufsatz, den Meinhold zusammen mit Walter Emmerich, dem Wirtschaftsminister im deutsch besetzten Polen, für die Zeitschrift Deutsche Forschung im Osten verfasste, klang das so. Die deutsche Wirtschaftswissenschaft ist durch die politischen Ereignisse der letzten Jahre vor Aufgaben gestellt worden, die nicht nur wissenschaftliches Neuland darstellen, sondern auch diesem Wissenschaftszweig eine einmalige Gelegenheit geben, am Aufbau der neuen kontinentalen Großraumwirtschaft teilzuhaben und sich damit als echte politische Wissenschaft zu bewähren. Infolge der politischen Neuordnung des europäischen Raums entsteht das Erfordernis einer großzügigen Planung, bei der es häufig notwendig wird, sich grundsätzlich von den wirtschaftlichen Vorstellungen auch der jüngsten Zeit zu lösen. An anderer Stelle formulierte Meinhold seine Arbeit im besetzten Polen so. Dort zieht sich der Wirtschaftsplaner vor völlig neuartigen Verhältnissen. Nicht um den Standort eines einzelnen Industriewerks handelt es sich oder um die günstige Verkehrsanbindung eines Landes bei sonst gegebenen Wirtschaftsfaktoren. Man befindet sich vielmehr grundsätzlich im Wirtschaftlichen nahe der Tabula rasa. Mit anderen Worten, man kann machen, was man will oder für gut hält. Diese gestalterische Freiheit ergab sich aus rassistischem Dünkel. Meinhold bezeichnete dies, die aus seiner Sicht geringe Produktivität der Industrie und Landwirtschaft als rassisch bedingt miserabel, weil Polen aufgrund ihrer Arbeitsmentalität weniger leistungsfähig seien als Deutsche. Die Frühgeschichte des Polentums lehrt, wie gerade diesem Volk die wirtschaftliche Unterwanderung charakterlich entspricht. Sind doch die Westslawen als Knechtsvolk in das germanisch besiedelte Weichselgebiet eingesickert und haben in dieser Weise unter dem Schutz der germanischen Herrenvölker Fuß gefasst. Gemäß Meinholds Analyse waren 30% der 15 Millionen Einwohner des Generalgouvernements, so nannten die Besatzer das zentralpolnische Gebiet, insgesamt mindestens 4,5 Millionen Menschen überschüssig. In der polnischen Landwirtschaft war für ihn sogar jeder zweite Mensch nichts als toter Ballast. Nach deutschen Maßstäben
arbeiteten die Bauern wenig effizient und erwirtschafteten kaum mehr als ihren Eigenbedarf. Entsprechend konnte also kein Kapital für den Aufbau einer Industrie akkumuliert werden. Eine Möglichkeit, diese Verhältnisse aufzubrechen, bestand für Meinhold darin, die Bevölkerungsdichte im Generalgouvernement herabzusetzen. Als überbesetzt und ineffizient galt ihm auch der städtische Handel, in dem viele Juden arbeiteten. Deren sogenannte Ausschaltung sah Meinhold als ersten Schritt zur Sanierung der polnischen Wirtschaft. Was mit den Juden geschehen sollte, thematisierte er nicht, obwohl sie vor seinen Augen in Krakau deportiert wurden. Indem man sie also aus der Wirtschaft ausschaltete, so Meinhold, würden Aufstiegsmöglichkeiten für jene nichtjüdischen Polen geschaffen, die in der Landwirtschaft ohnehin keine Überschüsse erwirtschafteten. Diese Form der wirtschaftlichen Rationalisierung durch Massenmord empfahlen Meinhold und viele seiner Fachkollegen nicht nur für Polen, sondern als Modell für das deutsch beherrschte Osteuropa insgesamt. Besonders klar formulierte Helmut Meinhold dieses Prinzip wenige Monate nach Kriegsende. Im November 1945 erstellte er schon wieder ökonomische Analysen, diesmal im Auftrag der britischen Militärregierung, zum Wiederaufbau der weithin zerstörten Stadt Hamburg. Ähnlich wie im besetzten Polen herrschte dort nach Meinholds Analyse Überbevölkerung, sowohl wegen der vielen Flüchtlinge als auch wegen der zerstörten Produktionskapazitäten durch den Krieg. Entweder, so Meinhold, könne man dieses Problem durch Kredite von außen lösen, die Arbeitsplätze schaffen und die Wirtschaftsentwicklung ankurbeln, wie das wenig später ja dann durch den Marshallplan auch geschah, oder aber es würden Menschen zugunsten der Kapitalbildung zugrunde gehen. So, also aus der Analyse von 1946. Wir setzten bisher voraus und werden das auch im Folgenden tun, dass die wirtschaftliche Zielsetzung im Augenblick sein muss, lieber die ganze Bevölkerung, wenn auch kümmerlich, zu erhalten, als den einen Teil besser zu versorgen, den anderen umkommen zu lassen. Dann ist es also im obigen Sinne richtiger, von 100 Arbeitern nur 50 zu beschäftigen, welche die anderen bis zum Zeitpunkt, in dem sich die Lage wieder bessert, durchschleppen, als wenn 75 arbeiten und 25 verhungern. Voraussetzung dafür ist allerdings die Möglichkeit einer späteren Besserung, die sogleich erörtert werden soll. Man könnte natürlich auch einen anderen Ausgangspunkt wählen, vor allem dann, wenn man an dieser Möglichkeit zweifelt. Man kann nämlich sagen, es ist besser, im Kampf ums Dasein bleiben die 75 sich Bewährenden am Leben, der Rest kommt zugleich um, als wenn im Endeffekt alle 100 zugrunde gehen. Ein solcher Standpunkt wäre zu vertreten, wenn es wirklich um eine Auslesung sich handeln würde. In Polen hat man, auch unter Mitwirkung von Helmut Meinhold, diesen anderen Ausgangspunkt gewählt und eine entsprechende Auslese getroffen. Susanne Heim und ich, wir haben das damals als Ökonomie der Endlösung bezeichnet. Helmut Meinhold wurde 1952 Professor in Heidelberg. Von 1959 bis 1986 wirkte er als hoch angesehener Schlichter in Tarifverhandlungen und als Vorsitzender des Sozialbeirats. Dieses vertraulich tagende Gremium berät die jeweilige Bundesregierung in Sachen Sozialpolitik. Bei seiner Verabschiedung bescheinigte ihm die Süddeutsche Zeitung, seine Arbeiten zeichneten sich durch Zielbezogenheit und dennoch Praxisnähe aus. Sie sind wissenschaftlich prinzipientreu, lassen aber die politischen Realisierungsmöglichkeiten nicht aus dem Auge. Wir hatten damals 1986, also parallel zu seiner Verabschiedung, unsere Recherchen über Meinholds Tätigkeit im besetzten Polen unter dem Titel »Ein Berater der Macht« veröffentlicht. Daraufhin wurde die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an ihn erstmal abgesagt, allerdings mit dem Ergebnis, dass sie ein Jahr später und ohne öffentliches Zeremoniell nachgeholt wurde. Helmut Meinhold starb 1994.
Im März 1943, nachdem die allermeisten polnischen Juden bereits ermordet worden waren, beschäftigte sich der persönliche Referent des Distriktsgouverneurs von Warschau, Dr. Friedrich Gollert, mit der Zukunft der christlichen Polen. Gollert war Jurist und arbeitete zunächst in der Justizabteilung des Distrikts Warschau. Von Frühjahr 1942 an leitete er das Amt für Raumordnung in Warschau. Und in dieser Funktion verfasste er im März 1943 eine Denkschrift zur Bevölkerungspolitik im besetzten Polen, da seiner Ansicht nach bislang eine einheitliche Linie in der deutschen Polenpolitik gefehlt habe. Gollert setzte voraus, dass jeder, der die Wahnsinnspläne zur Wiederaufrichtung eines polnischen Staates verfolge, rücksichtslos als Staatsfeind ausgewärzt werden müsse. Auch die anfangs von den deutschen Besatzern durchaus proklamierte Idee, nach der das Generalgouvernement eine Heimstätte der Polen unter deutscher Oberaufsicht werden sollte, dürfe auf keinen Fall auf die Dauer verwirklicht werden. Im zweiten Schritt beschäftigte sich Gollert mit dem künftigen Schicksal der Bevölkerung des Generalgouvernements. Vielleicht noch kurz, was das Generalgouvernement war. Das war Zentralpolen, also rund um Warschau, Krakau, während der westliche Teil deutsch annektiert war und der östliche Teil zunächst sowjetisch annektiert worden ist und dann deutschen Besatzungsgebieten zugeschlagen wurde. Also damals lebten dort noch 15 Millionen Polen in diesem Gebiet. So, und Gollert schreibt, wenn das Generalgouvernement Reichsgebiet werden soll, ist es unbedingt erforderlich, die Bevölkerungsverhältnisse des Generalgouvernements grundsätzlich umzuwandeln. Wobei insbesondere das Schicksal der 15 Millionen Polen, die zurzeit noch im Generalgouvernement leben, darüber eine Entscheidung gefällt werden muss. Dafür sah Gollert verschiedene Möglichkeiten. Man könne die Polen germanisieren, doch wegen der negativen Erfahrungen, die man mit einer krassen Umvolkung von Fremdvölkischen gemacht habe, verwarf er diese Möglichkeit und schloss die folgenden beiden Überlegungen an. Zitat: Eine zweite Lösung würde darin bestehen, die 15 Millionen durch eine Radikalkur auszumerzen, wie es beispielsweise gegenüber dem Judentum notwendig gewesen ist. Aber ein fremdes Volkstum von 15 Millionen einfach auf diese Weise zu beseitigen, ist einer Kulturnation unwürdig. Eine weitere Möglichkeit würde darin bestehen, die gesamte polnische Bevölkerung zu evakuieren, das heißt, sie am Leben zu lassen, sie aber aus dem Weichselraum zu entfernen. Auch diese Möglichkeit verwarf Gollert, weil durch die Zusammenballung von 15 Millionen Polen irgendwo auf der Welt die ungeheure Gefahr einer Irredenta entstehen und diese auf die Dauer gesehen immer wieder zu neuen kriegerischen Entwicklungen führen würde. Nach all diesen Vorüberlegungen formulierte Dr. Friedrich Gollert seinen Vorschlag. Wenn alle diese Lösungen ausscheiden, bleibt als letzte Lösung übrig, die polnische Bevölkerung in verschiedene Bestandteile aufzuspalten und diese Bestandteile verschiedenartig zu behandeln. Die Polen müssten also in drei Gruppen aufgeteilt werden. Das ist alles Zitat. Erstens, in diejenigen, die im Laufe der Zeit eingedeutscht werden können. Zweitens, in diejenigen, die arbeitspolitisch wertvoll sind und deshalb im Weichselraum verbleiben können. Drittens, in diejenigen, die in keiner Weise für deutsche Interessen in Frage kommen und die deshalb aus dem Weichselraum zu entfernen sind. Im Hinblick auf die erste Möglichkeit, die Eindeutschung, befand Gollert, dass dafür etwa die Hälfte der Polen, nämlich 7 bis 8 Millionen Menschen, in Frage kämen. Diese betrachtete er als durchaus wertvoll, und zwar nicht nur ihrer rassischen Erscheinung nach. Wobei man sich allerdings bei der Überprüfung dieser Millionenmasse von einigen unserer Anschauungen über den nordischen Menschen freimachen müsse. Im Hinblick auf die Notwendigkeit für Deutschland, weitere Zwangsarbeiter zu sichern, begründete Gollert für seine zweite Gruppe der christlichen Polen den Vorschlag so. Dazu kommen weitere Millionen Polen,
die zwar nicht einzudeutschen sind, die aber arbeitsmäßig durchaus wertvoll bleiben. Diese Polen wird man zum großen Teil im Generalgouvernement belassen müssen, denn einmal haben wir zurzeit gar nicht genügend Menschen, um den Weichselraum restlos mit Deutschen zu besiedeln. Außerdem werden für die Erschließung des Generalgouvernements Millionen Arbeiter benötigt, die wir ohne Gefahr aus der einheimischen Bevölkerung nehmen können. Für den dann noch verbleibenden sogenannten Rest christlicher Polen riet Gollert zum Weg der restlosen Ausmärze. Zur restlichen dritten Kategorie von 2 bis 3 Millionen gehören alle diejenigen, die für uns Deutsche ohne jeden Wert sind. Es sind nicht nur die polnischen Fanatiker, die natürlich restlos ausgemerzt werden müssen, sondern es sind weiter alle asozialen Elemente, alle Kranken und sonstigen Personen, die auch arbeitsmäßig für unsere Interessen nicht in Frage kommen. Außerdem betonte Gollert, der polnischen Bevölkerung müsse in aller Deutlichkeit klargemacht werden, dass jede Hoffnung auf die Wiedererrichtung des polnischen Staates sinnlos ist und dass alle Versuche dazu mit den bekannten deutschen Machtmitteln gebrochen werden würden. Gleichzeitig aber müsse man den Polen, so Gollert, verbindlich zusichern, dass ihre Befürchtungen unbegründet sind, wonach sie in gleicher Weise wie die Juden evakuiert würden. Angeblich hatte die polnische Widerstandsbewegung diese Gerüchte gestreut. Es ist im Reich leider vielfach nicht bekannt, dass in der früheren Republik Polen die überwiegende Mehrheit der polnischen Bevölkerung stark judenfeindlich eingestellt gewesen ist. Deswegen haben diese Polen es stets als eine schwere Ungerechtigkeit und als eine Diffamierung sondergleichen betrachtet, dass sie mit diesen ihnen so verhassten Juden auf eine Stufe gestellt werden. Ende August 1944 stieg Gollert zum Amtschef des Distrikts Warschau auf. Nach dem Krieg arbeitete er wieder als Rechtsanwalt in West-Berlin, wo er 1960 völlig unbehelligt starb. Friedrich Gollert hatte betont, dass die Arbeitskräfte für die bis zur Krim und bis nach Leningrad ausgreifenden Siedlungspläne der damaligen deutschen Regierung auch auf Einheimische der unterworfenen Länder zurückgreifen müssten, dass man als Arbeitskräfte auf diese Einheimischen zurückgreifen müsste, wenn sie denn arbeitsmäßig wertvoll seien. Um aber zu verhindern, dass die angeblich geburtenstarken Ostvölker die Oberhand über die Deutschen gewinnen könnten, zogen die Bevölkerungsplaner eine massenhafte Zwangssterilisierung in Betracht. Da Sterilisierungen insbesondere von Frauen damals noch sehr aufwendig waren und auch riskant, arbeiteten gleich mehrere medizinische Arbeitsgruppen an der Entwicklung von operationslosen Sterilisationsmethoden. Eine solche Gruppe leitete Karl Klauberg. Er war Professor der Gynäkologie, zunächst in Kiel, wo er mit der Firma Schering-Karlbaum zusammen die weiblichen Sexualhormone erforschte. Seit 1940 arbeitete er im oberschlesischen Königshütte, ca. 40 Kilometer von Auschwitz entfernt. Im Frühjahr 1941 unterbreitete er Himmler einen Vorschlag, wie fortpflanzungsunwürdige und fortpflanzungsunerwünschte Menschen unmerklich zwangssterilisiert werden könnten. Also auf das unmerklich kommt es an. Es ging darum, eine operationslose Methode zu entwickeln. Zum einen, weil es schneller ging, zum anderen, weil man eben auch Leute sterilisieren könnte, die davon zunächst zumindest nichts mitbekommen würden. Ein Jahr später begann Klauberg mit Menschenexperimenten im Konzentrationslager Auschwitz. Über die Ergebnisse berichtete er am 7. Juni 1943 an Himmler. Die von mir erdachte Methode, ohne Operation eine Sterilisierung des weiblichen Organismus zu erzielen, ist so gut wie fertig ausgearbeitet. Sie erfolgt durch eine einzige Einspritzung vom Eingang der Gebärmutter her und kann bei der üblichen, jedem Arzt bekannten gynäkologischen Untersuchung vorgenommen werden. Was die Frage anlangt, die Sie, Reichsführer, mir vor fast einem Jahr stellten,
nämlich in welcher Zeit es etwa möglich sein würde, 1000 Frauen auf diese Weise zu sterilisieren, so kann ich diese heute voraussehend beantworten. Nämlich, von einem entsprechend eingeübten Arzt und einer entsprechend eingerichteten Stelle mit vielleicht 10 Mann Hilfspersonal können höchstwahrscheinlich mehrere hundert, wenn nicht gar 1000 Frauen an einem Tag sterilisiert werden. Klauberg experimentierte an Jüdinnen und an Roma-Frauen. Nach Aussagen von Himmlers persönlichem Referenten im Nürnberger Ärzteprozess sollten die Massensterilisationen so wörtlich gegenüber den Feinden des Deutschen Reiches wie Russen, Polen und Juden angewandt werden. Darüber hinaus aber sollten auch in Deutschland sogenannte Mischlinge sterilisiert werden, also Menschen, die sowohl jüdische als auch nicht jüdische Eltern und Großeltern hatten. Am 27. Oktober 1942 hatten führende Vertreter der wichtigsten Ministerien, der NSDAP und des Reichssicherheitshauptamts, darunter auch Adolf Eichmann, diese Möglichkeit bereits erörtert. Ja, also die Herren wussten offenbar schon, was da in Auschwitz erprobt und untersucht wird. Und im Protokoll heißt es dazu: Eingangs der Besprechung wurde mitgeteilt, dass neue Erkenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiete der Unfruchtbarmachung es wahrscheinlich ermöglichen werden, die Sterilisation in vereinfachter Form und in einem verkürzten Verfahren schon während des Krieges durchzuführen. Mit Rücksicht hierauf wurde dem Vorschlag, sämtliche fortpflanzungsfähigen Mischlinge ersten Grades, also die sogenannten Halbjuden nach den Nürnberger Gesetzen, unfruchtbar zu machen, zugestimmt. Die Sterilisierung soll freiwillig erfolgen. Sie ist aber Voraussetzung des Verbleibens im Reichsgebiet und stellt sich somit als eine freiwillige Gegenleistung des Mischlings ersten Grades für seine gnadenweise Belassung im Reichsgebiet dar. Dementsprechend soll der Mischling ersten Grades vor die Wahl gestellt werden, sich für eine Abschiebung, also Deportation, oder für eine Unfruchtbarmachung zu entscheiden. Dabei sei die sogenannte Abschiebung als die schärfere Maßnahme, die Unfruchtbarmachung als eine gnadenweise Vergünstigung darzustellen. Klaubergs Methode bestand darin, seinen Versuchspersonen eine ätzende Flüssigkeit, höchstwahrscheinlich Silbernitrat, in die Eileiter zu spritzen, um diese zu verkleben. Ein sehr schmerzhaftes Verfahren, das häufig ohne Betäubung durchgeführt wurde und leicht zu lebensgefährlichen Entzündungen der Bauchhöhle führen konnte. Anschließend wurden die Frauen geröntgt und ihnen häufig die Gebärmutter und die Eileiter operativ entfernt, um die Ergebnisse mikroskopisch überprüfen zu können. Parallel zu Klaubergs Team arbeiteten ganz im Sinne eines wissenschaftlichen Methodenpluralismus mehrere andere Ärztegruppen an der Entwicklung, auch im heutigen Wortsinn, alternativer Methoden mit demselben Ziel. Die auf homöopathische Arzneimittel spezialisierte Firma Mardaus testete zum Beispiel ein pflanzliches Sterilisationsmittel an Tieren. Zu Experimenten an Strafgefangenen, die Himmler bereits genehmigt hatte, kam es jedoch nicht mehr. Eine weitere Versuchsreihe führte in Auschwitz Dr. Horst Schumann durch, der zuvor als Euthanasiearzt die Ermordung von Patienten in den Gaskammern von Grafeneck und Pirna-Sonnenstein geleitet hatte. In Auschwitz experimentierte er seit Herbst 1942 mit Röntgenstrahlen. Dorota Lorska wurde im August 1943 in Auschwitz inhaftiert. Dort schrieb sie einen Bericht, der von der Widerstandsbewegung aus dem Lager geschmuggelt wurde. Darin berichtete sie auch über die Versuche von Klauberg und Schumann an gefangenen Frauen in Block 10 in Auschwitz. Frau Lorska war als polnische Kommunistin, die zunächst auch in Spanien gewesen war, in Paris verhaftet worden und von dort nach Auschwitz deportiert worden. Und sie berichtet:
In diesem Block sind in zwei großen Sälen etwa 400 Frauen untergebracht. Das verbrauchte Material in Anführungszeichen, also die Frauen, die die Versuche überlebt hatten und dann nicht mehr gebraucht wurden, wird nach einer gewissen Zeit in das Frauenlager in Birkenau zurückgeschickt und durch neues Material aus frisch eingetroffenen Transporten ersetzt. Jeder der genannten SS-Ärzte sucht sich Frauen für seine Versuche aus. Die größte Gruppe mit mehr oder weniger die Hälfte der Häftlinge gehört Klauberg. Klauberg und Schumann sind die beiden Hauptexperimentatoren und Block 10 ist ihre Versuchsstation. Dr. Horst Schumann gehört eine Gruppe von etwa 30 Mädchen im Alter von 16 bis 19 Jahren aus einem Transport von Thessaloniki. Schumann hat die Mädchen in Birkenau mit Röntgenstrahlen bestrahlt. Im Block 10 erwartet sie die Fortsetzung des Versuchs. Einigen diesen Mädchen wurde vor meiner Ankunft ein Eierstock operativ entfernt. Ende September 1943 wurden 10 dieser Mädchen, darunter einige bereits operierte, in den Operationssaal in Block 21 verlegt und im Laufe des Nachmittags einem chirurgischen Eingriff unterzogen. Allen wurden die Eierstöcke entfernt. Die Operation wurde von dem Häftlingsarzt Dr. Wadislaw Dehring durchgeführt. In der Nacht starb eins der operierten Mädchen infolge innerer Blutung. Die Versuche Horst Schumanns bestehen darin, dass er mit Röntgenstrahlen sterilisiert. Die operative Entfernung der Eierstöcke soll die histologische Untersuchung der nach der Bestrahlung erfolgten Veränderungen ermöglichen. Schumann experimentierte darüber hinaus auch an männlichen Häftlingen. David Zuris aus Thessaloniki, der als 28-Jähriger in die Hände Schumanns geriet, berichtete nach seiner Befreiung: Etwa im Juli 1943 wurden ich und 10 weitere Personen griechischer Nationalität auf irgendeiner Liste erfasst und ins Frauenlager Birkenau gebracht. Man zwang uns alle, uns auszuziehen und jeweils 2 von uns wurden einer Röntgensterilisation unterzogen. Bestrahlt wurden die Hoden. Schmerzen verspürte ich nicht dabei. Ungefähr einen Monat nach der Sterilisation brachte man mich mit der restlichen Gruppe in die zentrale Abteilung des Lagers Auschwitz, wo sich schon viele junge Leute aus anderen Blocks befanden. Sie sagten uns, dass wir operiert würden, aber nicht zu welchem Zweck. Nachdem man mich untersucht hatte, schickten sie mich zurück nach Birkenau. Ich wurde nicht operiert, weil ich vom Röntgen Verbrennungen am Hodensack hatte. Im Oktober 1943 kam ich erneut nach Auschwitz, in Block 21, wo ich kastriert wurde. Der linke Hoden wurde entfernt. Als sich die Rote Armee Auschwitz näherte, wurden die meisten Häftlinge auf die Todesmärsche gezwungen. Am 6. Januar 1945 feierte Karl Klauberg zusammen mit seiner Assistentin Ilse Geier und dem Pharmazeuten Hans Göbel, der im Auftrag der Firma Schering-Kahlbaum an den Experimenten mitarbeitete, Abschied im Hause des Lagerkommandanten Rudolf Höss. In dessen Gästebuch hinterließen sie folgenden, von Klauberg geschriebenen Eintrag, bevor sie ins KZ Ravensbrück reisten, um ihre Versuche dort fortzusetzen. Zitat: In seliger Erinnerung an alte Zeiten und in noch schönerem Erleben an neuem Ort, Ausrufezeichen, aus Auschwitzens Selbstverständlichkeit nach Oranien, Ravensbrücken, Burgers Gemütlichkeit, unterschrieben von Karl Klauberg, der das formuliert hatte, von Frau Geier und Herrn Göbel. Das ist das Gästebuch von Rudolf Höss, das in Yad Vashem vor einigen Jahren angekauft wurde aus unklaren Quellen. Und ich war zufällig dort und wurde beauftragt, diese Zeilen zu transkribieren. Mit Oranienburg war das KZ Sachsenhausen gemeint.
Klauberg, Geier und Göbel sterilisierten in den kommenden 4 Monaten weiter Frauen in Ravensbrück, bis das Lager am 3. Mai endlich von sowjetischen Soldaten befreit wurde. Karl Klauberg wurde von einem sowjetischen Gericht zum Tode verurteilt, aber 1955 in die Bundesrepublik entlassen. Im folgenden Jahr wurde er an seinem Wohnort Kiel angeklagt und starb wenige Monate später in Untersuchungshaft. Horst Schumann ließ sich nach Kriegsende als praktischer Arzt in Gladbeck nieder. 1951 erhielt er einen Hinweis, dass gegen ihn ein Haftbefehl aus der DDR vorliege. Daraufhin floh er über Japan in den Sudan, wo er viele Jahre ein Krankenhaus leitete. Als dies in Deutschland bekannt wurde, setzte er sich nach Ghana ab, wurde dann aber 1966 doch an die Bundesrepublik ausgeliefert. Der Prozess gegen ihn begann 1970 und wurde schließlich wegen Haftunfähigkeit aufgrund von Bluthochdruck eingestellt. Nach seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft lebte Schumann weitere 11 Jahre in Freiheit, bis er 1983 in Frankfurt am Main starb. Wir haben hier nur einige wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im besetzten Polen vorgestellt. Es ließen sich viele weitere Beispiele anführen. Agrarwissenschaftler, die sich über die Erweiterung der Planungshorizonte bis zur Krim freuten und darüber stritten, ob die Deutschen auf dem Weg dorthin 31 oder doch eher 45 bis 51 Millionen Menschen aussiedeln müssten. Soziologen und Landschaftsplaner, die im Interesse einer Festigung deutschen Volkstums ganze Siedlungen und Dörfer zum Verschwinden bringen und dabei Reservate für fremdvölkische, also für polnische Arbeiter einrichten wollten. Statistiker, die die Zahl der Rassejuden in ganz Europa berechneten, oder Historiker, die eine Entjudung der Städte und Marktflecken vorschlugen und viele mehr, oftmals glänzend ausgebildete Angehörige der deutschen Intelligenz. Fast immer beruhten ihre Pläne auf einer Selektion der Bevölkerung, bei der mit wissenschaftlicher Autorität und im Brustton der Überzeugung zwischen Brauchbaren und Überzähligen, zwischen Volkszugehörigen und Fremden, zwischen höherwertigen und minderwertigen Menschen unterschieden wurde. Die Kuratorinnen und Kuratoren der Ausstellung Der kalte Blick haben diese Art des Forschens die Verwissenschaftlichung des Vorurteils genannt. Rassismus und Herrenmenschendünkel sind unübersehbar in den Expertisen der Fliedmanns und Karlichs, der Meinholz und Gollerts und der vielen anderen. Aber sie beflügelte auch ganz normaler akademischer Ehrgeiz und Karrieredenken, die Überzeugung von der eigenen wissenschaftlichen Exzellenz und der Stolz auf die Nähe zur Macht, auf das Wichtigsein und die Autorität, die sie qua Amt genossen. Ihre große Chance sahen sie in einer Zeit, in der, wie sie sich nicht nur einbildeten, sondern auch forderten, alles neu gestaltet werden konnte, ohne Rücksicht auf gewachsene Strukturen, auf Menschen, auf ganze Völker und auf Menschenleben. Wie die Nachkriegskarrieren dieser Leute zeigen, hatten sich diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durch ihr aktives Mitwirken an einer mörderischen Besatzungsherrschaft in der wissenschaftlichen Community in der Regel nicht disqualifiziert. Nur in seltenen Fällen wurden sie bestraft. Ihre Expertise war auch nach 1945 gefragt und sie selbst waren anpassungsfähig genug, um sich je nach geografischer Verortung in der Marktwirtschaft oder im realen Sozialismus zu behaupten. Sie haben in wohl allen Disziplinen die akademischen Traditionen noch auf Jahre hinaus mitgeprägt. In der alten Bundesrepublik und in Österreich deutlich stärker, aber auch in der ehemaligen DDR. Es sind uns bei unseren Recherchen keine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler begegnet, die auch nur eine Ahnung gehabt hätten von der Kultur der polnischen Juden, an deren Vernichtung sie so engagiert und überzeugt mitgearbeitet haben. Wir sind mit unserer, man muss sagen, Vorlesung am Ende dieser Dokumente. Morgen
Vor 76 Jahren wurde das Lager Auschwitz von Soldaten der Roten Armee befreit. Nachmittags kamen die ersten zwei dort an. Auf dem Weg dorthin waren mehr als 200 sowjetische Soldaten gefallen bei den Kämpfen in der Gegend. Und die zwei, die da kamen, zogen auf einem Schlitten ihr Maschinengewehr hinterher. Und die Häftlinge, die im Lager verblieben waren, meist Kranke, Kinder, Kleine, riefen wie aus einem Mund: Die Russen sind da. Wir Deutsche heute verdanken unser Glück dem Einsatz der alliierten Soldaten. Man muss sich doch nur einen Moment vorstellen, diese Leute, die wir heute Abend hier vorgeführt haben, deren Briefe und Dokumente wir hier verlesen haben, und es waren tausende solche, die hätten den Krieg gewonnen. Was wäre dann gewesen? Was wäre aus uns, was wäre aus Deutschland gewesen? Wir verdanken dieser Niederlage unser heutiges Glück, unsere Freiheit und auch unseren Wohlstand. Am Schluss noch sind die Quellen hier auf der Tafel zu sehen. Es sind alte Quellen. Wir haben die vor mehr als 30 Jahren veröffentlicht. Sie sind immer noch relativ neu. Alexander Mitscherlich und Fred Mielke haben den Bericht aus dem Nürnberger Ärzteprozess 1947 schon veröffentlicht. Längst ist nicht alles bekannt davon. Besonders will ich Sie noch aufmerksam machen auf das Buch von Margit Berner ganz unten, die rassenkundliche Untersuchung jüdischer Familien im Ghetto von Tarnow. Das ist das Zentrum dieser Ausstellung. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Buch, in dem man lernt oder lesen kann, wie es in einem solchen Ghetto zuging. Und das Wichtige ist dort, dass die Überlebenden selber, die Frau Berner in der Welt gesucht hat, sprechen, erzählen, wie es gewesen ist, erzählen über ihre Verwandten. Es sind nicht nur namenlose Opfer, sondern es sind Personen, die sprechen, und drei von den damals anthropologisch Untersuchten leben noch. In Paris, in Israel, in Haifa und in New York. Dann möchte ich noch besonders aufmerksam machen auf die Quellenedition, die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland. Dieses editorische Großprojekt mit 16 Bänden zu je 800, 900 Seiten, das auch auf Englisch parallel erscheint, dieses Großprojekt ist ein Schriftdenkmal für die ermordeten Juden Europas. Es ist in einer großartigen Zusammenarbeit von verschiedenen Leuten entstanden. Ich habe ursprünglich daran mitgewirkt, habe dann aufgehört. Susanne Heim aber, die neben mir sitzt, die Sie heute Abend hier gehört haben, war gewissermaßen die Seele dieses Projekts. Sie hat den ganzen Laden zusammengehalten und geleitet und dabei selber zwei Bände auch ediert. Das ist eine große, nicht zu unterschätzende Leistung. Das Besondere dieser Edition ist, dass ungefähr 70% der Dokumente unbekannt sind. Sie sind neu. Gleichzeitig ist festgelegt worden von Anfang an, dass ein bestimmter Prozentsatz, etwa 25%, aus der Perspektive der Ermordeten und der wenigen Überlebenden in diese Edition hinein muss und auch ausländische Reaktionen aus dieser Zeit. Es ist also eine Mischung von Quellen, die ganz neuartig ist und sehr komplex und insgesamt, egal wo man hingreift in diesen Bänden, einen Eindruck gibt an eine Annäherung an die Schrecken des Holocaust in ganz unterschiedlichen Ländern Europas, in Osteuropa. Zwei große Bände über die Sowjetunion, zwei über Polen. Das ist eine großartige Leistung und ich kann nur empfehlen, diese Bände zu lesen, sie für den Unterricht zu gebrauchen. Und an so einem solchen Tag wie der Befreiung von Auschwitz auch tatsächlich zu benutzen. Ja, also mit diesen kleinen Hinweisen auf die Literatur möchte ich schließen und mich fürs Zuhören bei Ihnen bedanken.